Schauen wir uns mal die wichtigsten Marktfaktoren vom Dienstag, dem 22. November an. Die Schweizer Handelsbilanz für Oktober eröffnet die Agenda um 7 Uhr. Im September wurde ein monatlicher Überschuss von 4,4 Milliarden Franken berichtet. Und dies war die größte Zunahme seit dem Ende 80er Jahre, als die Datenerfassung begann. Die britischen Statistiken über die öffentlichen Finanzen im Oktober werden um 9.30 Uhr veröffentlicht. Im September nahm die öffentliche Nettokreditaufnahme exklusiver Staatsbanken um 1,4 Milliarden Pfund auf Jahresbasis zu und erreichte 10,6 Milliarden Pfund. Um 11 Uhr erscheint der britische CPI-Bericht über Industrietendenzen für November. Der Buchwert des Gesamtauftragsbestandes sank im Oktober noch tiefer in die roten Zahlen, dies nach einem Rückgang auf die Marke von minus 5 im September. Demnächst erscheinen die Daten zu den kanadischen Einzelhandelsumsätzen im September. Der Umsatz zeigte eine unerwartete Kontraktion von 0,1% im August, aber diesmal wird eine Erholung erwartet. Ein paar Punkte sind für 15 Uhr angesetzt, darunter der US-Gebrauchtimmobilienumsatz für Oktober. Im September wuchs der Index um die soliden 3,2% und die saisonbereinigte Jahresrate reichte 5,47 Millionen Dollar. Die Verbrauchervertrauensdaten der Eurozone für November liegen gleichzeitig vor. Seit fast einem Jahr schwankt der Index um die Minus-8-Marke und verzeichnet praktisch keine Veränderungen. Die australischen Baugewerbestatistiken fürs dritte Quartal schließen um 12:30 Uhr nachts. Die saisonbereinigte Schätzung der abgeschlossenen Bauarbeiten fiel im Juni-Quartal um 3,7% nach einer Kontraktion um 0,3%, die im März berichtet wurde. Ich bin Jack Everett und dies war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Die nächste Übersicht wird die Nachrichten vom Mittwoch beleuchten. Bleiben Sie dran.